Wie stark ist RB Leipzig wirklich? Die Antwort gibt's jetzt. Topspiel. Der Brauseklub ist in der Allianz Arena beim FC Bayern München zu Gast. Im Fokus stehen natürlich die Stürmer. Robert Lewandowski steht bei den Bayern in der Startaufstellung und schießt sich schon mal warm. Die Aufstellung steht fest. Nur ein Spieler bereitet mir ehrlich gesagt Bauchschmerzen. Wir hören die Mannschaftsaufstellung des FC Bayern und Moritz, ich habe jetzt mal ein paar Fragen an dich. Okay. Also, gutes Team, wirklich sehr gut aufgestellt. Nur eine Position, Xabi Alonso. Erste Frage, spielen wir gegen das konterstärkste Team der Liga? Ja. Spielen wir gegen das Team, das am schnellsten kontert? Lass mich kurz überlegen, ja. Und ist Xabi Alonso, den wir da gerade gehört haben, der mit Abstand langsamste Spieler im Kader? Ich vermute ja. Warum? Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist Geld. Die Leipziger Fans ganz in Gold, nur das Lachen wird ihnen noch vergehen. Die beiden Teams kommen auf den Platz. Klar, auf den Rängen spürt man den sportlichen Hass, auf dem Platz wiederum ist Respekt am wichtigsten. So auch zum Beispiel zwischen Philipp Lahm und Willi Orban. Mit einer Schweigeminute werden den Opfern von Berlin gedacht. Proteste gegen Red Bull gehören bei diesem Duell natürlich dazu, so zum Beispiel hier, gegen den modernen Fußball. Und jetzt beginnt die wilde Party. Sag ich mal was? Tabellenführer! Ole! 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 Tabellenführer! Jetzt die Frage: Was macht eigentlich Xabi Alonso? Und ja, ich zieh mal den Kopf ein bisschen ein. Zurück, was wir vorhin gesagt haben. 2! 0! Danke! Bitte! Xabi Alonso, du bist ein Fußballgott. Tja, Manu. Karma, mein Lieber. Sein erstes Bundesligator für den FC Bayern aus dem Spiel heraus. Also Glückwunsch. Tschüss! Nee, sorry, sowas geht gar nicht. Rote Karte, Emil Forsberg. Bei sowas werde ich wütend. Von hinten in die Beine, der Ball 10 Meter weg gewesen. Ja, das war die große Chance, wäre es sonst gewesen zum 3:0 für den FC Bayern. Da ist mittlerweile eine Menge Frust dabei bei RB Leipzig, weil hier kein Land sehen. Nach einer halben Stunde. Weiter geht's! Und zwar mit einem Angriff der Bayern. Boah, also die Leipziger, die sehen überhaupt kein Land. Die Zugabe, 11 Meter. Levi schießt und... Ja! Yes! Jawohl! Yes! Ja! Elfmeter! Vollkommen zurecht! Ja. Wir sprechen die ganze Zeit über den Keeper. Gulaschi war es. Gulaschi hat Douglas Costa. Also, ich habe vor dem Spiel Moritz gefragt, hast du jemals eine Parade von ihm gesehen? Und ich sag's ehrlich, nein. Du? Ja, ich auch nicht. Und heute fällt er noch sehr negativ auf, dass der bisherige Vorläufer 3:0 für den FC Bayern. Jawohl! Zur Halbzeit ein fast uneinholbarer Vorsprung. Und unter uns, das ist doch fast ein Debakel für Red Bull, oder? Auch in der zweiten Halbzeit gibt's wieder Banner in der Südkurve. Das Thema dieses Mal die Liebe zum Fußball. Die Werte, Vereinsfarben, Emotionen und. Auf dem Platz dominiert weiter Bayern. Der einzige, nennen wir es mal Konter der Leipziger, wird im Keim erstickt. Das zeigt, die Taktik ist geknackt. Ich bin gespannt, wie sich Leipzig dann im neuen Jahr präsentieren wird. Jetzt heißt es aber erst einmal
feiern. Und zwar mit einer fetten 3D-Show. Zieht's euch rein. Als Dankeschön an Sie alle für Ihre Unterstützung im Jahr 2016.